Das sind News auf TVO. Ein bizarres Video taucht heute auf YouTube auf. Es stammt vom 25-jährigen Schweizer, wo die Polizei am Sonntag nach einer filmreifen Verfolgungsjagd zu Tägerwilen verhaftet hat. Im Video ruft der Mann mit einer Pistole in der Hand zu einer Revolution auf und redet über die Verschwörung von einer ominösen Weltregierung. Bekannt, das Video hat der 25-jährige am Tag von seiner Verhaftung aufgeladen. Möglicherweise hat die Polizei also noch Schlimmeres verhindert. Tobias Lenher. Guten Tag, liebe Mitmenschen auf der Erde. Dieses Video wird sehr verstörend auf die meisten wirken. Es ist eine gut einminütige, abstruse Videobotschaft, die der 25-jährige JM aus dem Appenzellerland am Dreikönigstag auf YouTube ladet. Also wenige Stunden vor seiner Verhaftung. Wie die Innerrhoder Staatsanwaltschaft gegenüber TVU nämlich bestätigt, ist der JM der junge Mann, der die Thurgauer Kantonspolizei nach einer wilden Autoverfolgungsjagd durch den Kanton Thurgau festnimmt und in U-Haft setzt. In seinem Auto findet die Polizei rund 20 Waffen. Was der JM damit vorgehabt hat, ist ungewiss. Das Video gibt jetzt aber eine beunruhigende Ahnung davon. Wir sind einfach nur eine Weiterentwicklung des normalen Homo sapiens. Wir starten jetzt mit einer grob geschätzten Ausrüstung von etwa 50.000 Franken gegen eigentlich die Weltregierung, die 99% aller Ressourcen kontrolliert und alle Menschen unter ihrer Fuchtel hat. Das ist eine Leuchtpistole. Die habe ich mal spontan gekauft und jetzt ist es enorm wichtig. Das ist jetzt der Startschuss für die Weltrevolution. Ich hoffe, das wäre jetzt der Start. Nur ein Jux oder doch eine konkrete Bedrohung? Der forensische Psychiater Thomas Knecht hat es analysiert. Ich habe den Eindruck, da lebt jemand in einem Weltbild, wo ihm selber ziemlich viel Angst macht. Und weil er sich da in seiner bedrohlichen Umgebung wähnt und er sich auch schon mit gewissen Massnahmen schützt gegen die vermeintlichen Gefahren. Und das ist natürlich die Gefahr, dass man da sich mit Waffen und anderem scharfen Gerät ausstattet, relativ gross. Möglicherweise hat die Polizei mit der Festnahme also Schlimmeres verhindert, wo sie den JM und den 19-jährigen Kollegen aus Deutschland schnappen. Weitere Informationen zum Fall gibt es dann Ende Woche oder Anfang nächste Woche, verspricht die Innerrhoder Staatsanwaltschaft.